Ich hatte mich auf diesem Kanal ja schon sehr kritisch mit dem Thema der Aktienrente beschäftigt. Diesem Thema hat sich jetzt auch der YouTube-Kanal Mission Money angenommen, der zuletzt ein ziemlich gutes Interview mit Heiner Flassbeck veröffentlicht hatte. Was hier zur Aktienrente gesagt werden wird, das schauen wir uns nun zusammen an. Kreisen oder generell in der Parteienlandschaft recht dünn gesät ist. Das haben wir natürlich oft schon hier besprochen, natürlich vor allem in Interviews. Aber was ich an dummes Zeug in den letzten Tagen und vor allem in der letzten Woche gelesen habe über die Aktienrente oder generell die Aktie als Geldanlage, das ist schon wirklich sehr, sehr viel Schmarren gewesen. Das ist völlig egal, ob das so populistischer Nonsens à la Wagenknecht ist oder... Populistischer Neu. Okay, da, ich habe mir das Video vorher noch nicht angesehen, aber schon dieses Framing am Anfang. Schon dieses Framing. Aktien als Geldanlage generell und Aktienrente, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ob man über Makroökonomie redet, über die Finanzierung der Rente einer gesamten Volkswirtschaft, oder ob man darüber redet, dass eine Einzelperson für ihre Altersvorsorge etwas anspart. Eine Einzelperson, die kann natürlich Geld in Aktien anlegen, ohne dass das großen Effekt auf die Volkswirtschaft hat, beziehungsweise ohne dass sie sich darüber Gedanken machen müsste. Aber wenn alle etwas machen, wenn die Haushalte einer gesamten Volkswirtschaft ihre Sparquote erhöhen, dann hat das völlig andere Auswirkungen. Wenn die Leute nämlich ihre Sparquote erhöhen, also massenweise auf Aktien setzen, dann senken sie ihren Konsum. Das bedeutet, die Unternehmen müssen weniger Produkte herstellen, die Unternehmen haben weniger Nachfrage. Das heißt, die Unternehmen senken ihre Produktion. Das heißt, das Einkommen der nächsten Periode fällt geringer aus und der Wert der Aktien sinkt. Das berühmte Sparparadoxon von Keynes. Das ist, ja, wie gesagt, das ist so ziemlich der bekannteste Fall, wo Mikroökonomie und Makroökonomie sich fundamental widersprechen. Einfach die mikroökonomische Betrachtung, ich erhöhe meine Ersparnisse, also steigt der Wert meiner Ersparnisse. Mag auf kleiner Ebene richtig sein. Aber wenn alle Haushalte so etwas versuchen, ihre Ersparnisse zu erhöhen, dann senken die Haushalte insgesamt ihren Konsum, was wiederum die verkaufte Menge von Produkten der Unternehmen und damit den Gewinn der Unternehmen senkt, was wiederum den Wert des Kapitalstocks, also den Wert der Unternehmen senkt, was wiederum dafür sorgt, dass der Wert des Ersparten sinkt, obwohl mehr gespart wird. Wie gesagt, Sparparadoxon. Also deswegen darf man diese zwei Ebenen, Betrachtung eines einzigen Haushalts, der vielleicht ein bisschen was in Aktien investiert, und Betrachtung einer gesamten Volkswirtschaft nicht vermischen. Und das macht er hier schon in der Einleitung, was ja zu sehr viel Unfug führen kann. Wie gesagt, ich habe es mir noch nicht angesehen, da werden wir jetzt noch drauf eingehen. Eben von der Linken, wir haben mal hier was eingeblendet mit Casino, Rente und so weiter und so fort. Da war schon sehr viel Schmarrn dabei und das Schlimme ist, es bleibt alles ziemlich unwidersprochen. Jetzt kann man an Lindners Aktienrente oder dem Generationenkapital natürlich einiges kritisieren, hinterfragen und analysieren. Natürlich kommt das alles viel zu spät. Natürlich ist das alles viel zu klein. Nein, es kommt nicht zu spät. Ja, das Video kann ich definitiv lauter machen. Nein, aber es kommt nicht zu spät. Was ist das? Und es ist auch nicht zu klein. Also ich glaube, ich muss erstmal erklären, wie Lindners Generationenkapital funktioniert. Der Staat nimmt zusätzliche Staatsschulden auf, er gibt zusätzliche Anleihen raus und er spekuliert darauf, dass die Rendite der Aktien höher ist als die Zinsen, die er auf Fremdkapital zahlen muss. Das ist eine Zockerei, die kann gut gehen, die kann aber auch nicht gut gehen. Wer davon auf jeden Fall profitieren wird, also wie gesagt, ob die Rentenkasse davon profitiert, ist völlig spekulativ. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wer davon auf jeden Fall profitiert, das sind die Banken, die dem Staat die Staatsanleihen abkaufen. Die Banken aus der Bietergruppe Bundesemissionen. Und dann sind dann solche Namen wie Morgan Stanley, JP Morgan oder die Deutsche Bank zu finden. Also das Finanzkapital macht fette Profite auf unser aller Kosten. Und ja, ob das für die Rentenkasse irgendwas bringt, das ist hochspekulativ. Also der Staat, der zockt hier einfach mit geliehenem Geld. Wie gesagt, ist gar kein Problem. Der Staat hat ein Währungsmonopol. Das kann er machen, ohne dass das großen Schaden anrichtet. Aber warum ist der Staat dafür da, um Finanzkapitalisten zusätzliche risikolose Profite zu generieren? Wenn der Staat schon Schulden aufnimmt, kann er das Geld nicht direkt an die Rentner geben? Muss er dann doch diesen Weg über die Finanzmärkte gehen, damit zig andere Finanzinstitutionen daran mitverdienen können? Also muss das sein? Kann man das Geld, wie gesagt, nicht direkt den Rentner geben? Einfache Antwort, ja, das könnte man, aber dann würden die Banken, die dem Staat diese Staatsanleihen abkaufen, wesentlich weniger Gewinne machen. Dimensioniert und natürlich kann man auch über die Kreditfinanzierung. Nein, das ist, also ich glaube, ihr checkt es nicht. Die Zockerei ist, dass man darauf spekuliert, dass die Eigenkapitalrendite über der Fremdkapitalrendite liegt. Das ist hier die Spekulation. Also
Ich weiß gar nicht, warum einige im Chat so allergisch auf dieses Wort Spekulation reagieren. Kapitalistisches Wirtschaften ist immer ein Stück weit Spekulation. Das ist völlig normal in unserem Wirtschaftssystem. Naja, zumindest mal nachdenken oder sie hinterfragen, ob man das gut findet oder nicht, das mit Staatsschulden zu regeln. Aber andererseits kann man natürlich auch mal sagen, es ist immerhin mal ein erster Schritt hin zum Thema kapitalgedeckte Rente und vielleicht hilft es dabei, die in den kommenden... Nein, es ist kein erster Schritt. Sorry, dass ich jetzt so häufig unterbreche, aber das ist schon sehr viel manipulatives Framing. Es ist kein erster Schritt. Der erste Schritt war die Riester-Rente. Also damals hat Gerhard Schröder die gesetzliche Rente um rund ein Viertel gekürzt und eine, ja, kapitalgedeckte Altersvorsorge eingeführt, die großen Versicherungskonzerne riesige Profite beschert hat. Geschätzt ein Viertel jedes in die Riester-Rente gesteckten Euros landet in den Taschen der Versicherungskonzerne. Also, was soll man dazu sagen? Das war kapitalgedeckte Altersvorsorge, aber kapitalgedeckte Altersvorsorge zum Nachteil der Rentner und zum Profit einer sehr, sehr kleinen Finanzelite, bestehend aus Leuten wie Carsten Maschmeyer. Jahren größer werdende Rentenlücke irgendwie einigermaßen im Griff zu halten. Wie gesagt, so müsste man das doch eigentlich mal sehen. Das gilt natürlich nicht für alle linksgläubigen Menschen, für die wir Aktionäre ja alle von Haus aus böse. Bullshit, hat niemand behauptet. Also ihr merkt's, hier kommen wieder dumme Unterstellungen. Es geht darum, dass eine Volkswirtschaft als Ganzes nicht sparen kann. Und das ist keine Behauptung irgendwelcher linksgläubigen Menschen, das ist reine Logik. Also eine geschlossene Volkswirtschaft als Ganzes kann nicht sparen. Eine Volkswirtschaft lebt immer aus ihrer aktuellen Produktion. Das heißt, diese Vorstellung, wir würden jetzt Geld zur Seite legen und dann von unseren Ersparnissen zehren, die ist völliger Quatsch. Also die heutige Gesellschaft lebt von der Produktion, die von den jetzigen Arbeitern hergestellt wird, und die Gesellschaft in 50 Jahren, die wird von der Produktion leben, die die Arbeiter dann in 50 Jahren herstellen. Ob wir da jetzt ein paar Milliarden oder 100 Milliarden auf der hohen Kante haben in Form eines Aktienportfolios, ist völlig irrelevant für die reale Produktion. Die Frage ist nur, wenn wir da so eine Finanzzockereien, Spekulationen, Finanzzaubereien, nennt es wie ihr wollt, kapitalgedeckte Altersvorsorge, was ein bisschen bescheuerter Begriff ist, aber nennt es wie ihr wollt. Wenn wir auf jeden Fall Geld an die Finanzmärkte anlegen, dann ist die Frage, wer profitiert davon? Und wenn wir Staatsschulden aufnehmen, also Anleihen an die Bietergruppe Bundesemissionen verkaufen. Wer profitiert davon? Na, die Banken, die zur Bietergruppe Bundesemissionen gehören. Also die großen Banken, die profitieren von so einem Generationenkapital, wie es die FDP gerade vorantreibt. Also das ist überhaupt nicht die Frage von so einer ideologischen Diskussion. Neoliberale Aktienbefürworter gegen linke Aktiengegner, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, wer profitiert von einer konkreten Maßnahme? Wenn man zusätzliche Staatsanleihen ausgibt und mit diesen Staatsanleihen dann erstmal irgendwelche Vermögenstitel kauft, dann profitieren offensichtlich die Banken, die Zinsen auf diese Staatsanleihen kassieren. Also die Banken, die zur Bietergruppe Bundesemission gehören. Also, was soll man dazu sagen? Also, das wird hier völlig ausgeblendet und es wird so eine absurde Dichotomie aufgebaut, um sich nicht mit den inhaltlichen Argumenten beschäftigen zu müssen. Davon gehe ich jedenfalls aus. Wie gesagt, ich hatte mir das Video vorher noch nicht angeschaut, aber es geht schon sehr in die Richtung. Diese kriminelle Schlingel sind, die alle anderen Menschen ausbeuten. Stellvertretend für den ganzen faktenfreien Bullshit, der in den letzten Tagen... Was heißt Fakten? Okay, ich komme jetzt nicht mit verschiedenen Definitionen von Ausbeutung, aber würde zu weit führen. Dazu geschrieben wurde, nehmen wir mal Ulrike Herrmann, blenden es gerade mal ein. Okay. Der teure Unsinn Aktienrente. Wie gesagt, es gab ziemlich viele dümmliche Raubtier-Kapitalismus-Wortspielereien von ganz vielen Leuten. Die könnten wir jetzt alle reinpacken, aber dann wird dieses Video hier erstens ziemlich lang und mein Puls geht auch hier steht schon investieren. Das ist schon das Erste, was mich stört. Bei Aktienrente, da wird nichts investiert. Investieren bezeichnet das Tätigen einer Investition. Also das bedeutet, ein Unternehmen baut beispielsweise eine Fabrik. Wenn man Schulden aufnimmt und sich damit irgendwelche Vermögenswerte kauft, also schon bestehende Anteile an Unternehmen kauft, also nichts Neues investiert, sondern nur sein Vermögen umschichtet, dann ist das keine Investition, sondern, wie gesagt, wir können es jetzt neutral Vermögensumschichtung nennen oder Spekulation oder wie auch immer, aber keine Investition. Investition ist, wenn ein Unternehmen Geld investiert, um Produktionsanlagen zu errichten, um dann damit Waren herzustellen und die dann zu verkaufen. Also das ist eine Investition. Investition heißt nicht, dass man irgendwelche Vermögenswerte kauft.
ziemlich weit nach oben. Und ihr wisst ja, Papi ist nicht mehr der Allerjüngste. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal, Frau Herrmann, wie gesagt, stellvertretend für die anderen Bullshit-Aussagen zur Brust. Das Schlimme ist, ich habe mittlerweile herausgefunden oder erfahren im Zuge dessen, dass Frau Herrmann tatsächlich eine Bankausbildung hat. Heißt, sie sollte es eigentlich besser wissen. Aber blenden wir hier mal die nächste oder erste Aussage ein. Leider hat der Plan von Lindner in diesem Fall Schwächen. Das stimmt. Aber erstens, wenn der Staat in die Aktienmärkte drängt, werden die Papiere automatisch teurer. Davon profitieren natürlich die bösen Reichen, die diese Aktien besitzen. Nein, nicht die bösen Reichen, sondern das... Also was soll dieses moralisierende Framing? Also ich kann es nicht fassen, dass ich jetzt Ulrike Herrmann verteidige. Die Frau redet ansonsten sehr viel dummes Zeug, aber in dem Punkt hat sie recht. Dadurch, dass der Staat Aktien investiert, werden Vermögenspreisblasen aufgebläht und dann davon profitieren natürlich die Leute, die aktuell die Aktien besitzen. Das ist doch keine Frage. Und da 99% der Bevölkerung keinen relevanten Anteil an Produktionsmitteln besitzen, profitiert davon nur das oberste Prozent und der Großteil der Bevölkerung fällt hinten runter. Also was soll man dazu sagen?